fragst dich, wie soll das alles enden? Ich kann's dir sagen, I'm the last man standing. So, willkommen zum zweiten Part von Mario Party 6 und dem Turm Infernale. Der letzte Part war etwas lächerlich gegen Schluss. Könnt ihr euch selbst angucken. Ich sage einfach nur, es war lächerlich. Es war einfach nur lächerlich. Aber jetzt versuchen wir einfach mal den Turm Infernale zu erklimmen. Gegen 3 Minispiel gleich mal. Mit diesem Part ist ein Blasebalg, was ich im vorherigen Part verloren habe. Wer sich noch dran erinnern kann. Und einfach, um es zu testen, ich probiere den Turbo-Knopf vom A. Also, die Runde ist jetzt mit Turbo. Einfach um zu gucken, wie schnell der ist. Ob der gegen CPU auf Hard gewinnen kann. Also ist auf jeden Fall langsamer als ich sein könnte. Kann er es gewinnen? Nope. Nein, der Turbo-Knopf kann nicht gewinnen. Hat man gerade gesehen? Wollte ich jetzt nochmal testen, weil wieso. Es ist immer noch in der Früh, mein Arm ist immer noch leicht verkrampft, also ich nehme das hier gleich nachher auf. Also. Yes! Also. Ich weiß, der Würfel geht hier nur von 1 bis 6, aber. Für das ist der, geht der einzige Grund aber sicherlich steil. Der muss ja eh seinen Titel wieder verteidigen. So viel weiß ich ja. Um was geht's eigentlich? Sind es die Stammvertrag? Achso, um die Pixels so machen wie da oben. Ah, okay, ja. Okay, ich hab's kapiert. Das Bild muss so werden wie das da oben. So, das hier muss black werden, das hier black. Tod! Was machst du? Du Vollhonk! Mann, Tod! Renn doch nicht unter mir! Boah, Alter! Fast schon wieder! Digga! Verpiss dich von mir! Boah, Tod! Alter! Ich mache schon so einen Mini-Stampfattacke, da rennt er den Pixel drunter, Junge. So, dass ich auf einem anderen Feld lande. Eieiei. Hey, yeah. Das hatte ich jetzt nicht gemeint mit Eieiei. Ich habe Ei gesagt, nicht eins. Monty Kopfnuss? Oh, das gibt's aber in Tag- und Nachtversion, das weiß ich. Weil in der Nachtversion, glaube ich, kommen die Monty-Maulwürfel von unten. Also es gibt ein paar Spiele, die haben eine Tag-Nacht-Veränderung. Das weiß ich noch. Ich weiß nicht, ob das hier im Story muss. Jo. Träum ich. Oh, Double. Haut, spring doch! Was machst du? Tod, für das, dass du Computer auf Hard bist, machst du sehr große Fehler, ja. Ich meine, wieso kann man in dem Game überhaupt so klein springen, dass man nicht hochkommt?
Giftpilz. Ah, und ein Duell gleich, okay. Ja, Duell-Mini-Spiele ein paar freizuschalten ist auch sicherlich nicht verkehrt. Bonanza! Drei rote Booster zusammen und leitet sie in den Pferd. Wer die meisten roten Booster zusammen treibt, gewinnt. Naja, also ich muss sie irgendwie in meinen Hof reintreiben. Das sollte doch für Bu kein Problem sein, seine roten Booster. Okay. Ja. Geht besser, ich hätte die ganze Reihe da oben vielleicht hier mitnehmen sollen als die einzelnen Rampen dann, aber hey. Ein Sieg ist ein Sieg. Mehr brauche ich nicht hier. Unenzer. Warte mal. Wenn ich schon Giftpilz habe, dann kann man ihn ja auch einsetzen, ne? Desto weniger ich würfel, desto mehr Minispiele. Und wenn da 2, ein 4 gegen 4. Sehr schön. Also 4 gegen 4, 4 Spieler. Alle gegen alle. Oh, yes! Felsenflucht! Ich nie, ihr Schweine! Nein, Johnny, mach das nicht! Öfters gefällt mir halt und kein hundertprozentiger Win ist für mich, aber ich liebe dieses Minispiel einfach. Oh. Jo! Hey! Jo, dreh mich vielleicht noch mehr ab, hallo! Nein! Nein, 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 noch bin ich da. Ihr werdet mich nicht los. Nein, zu, oh, doch nicht zu früh gesprungen, dachte schon. Oh. Der Rote hat es nicht geschafft. Puh, Alter, aber ich kam gerade noch so ins Ziel. Ich hatte da einen kleinen Stolperer, aber... Das hätte auch schief gehen können. Das hätte auch schief gehen können. Ist es aber Gott sei Dank nicht. Jetzt gehen wir in der 1, noch eins. Ne, noch nicht. Oh, ne, Giftpilzkapsel. Unten 2 gegen 2. Robo-Tomator, okay. Ah, und Arsch bringen. Gott sei Dank gleich den Kopf erwischt. Einmal gefettfingert, aber trotzdem noch irgendwie geschafft. So soll es sein.
Robotomator erstmal freigeschalten hier. Wieder ein Giftpilz. Ja, perfekt. Noch eins. Nehmen wir mit. Ein Vierspieler. Ein Achtelsprung. Achtelsprung? Ah. Jo, gut. Farmt hier Punkte. Hallo, lasst mich. Oh, 21. Oh, yes. Der letzte Move, da war geil. Oh, yeah. Das ist ja richtig witzig mit vier Spielern, die das drauf haben. Gott! Nope! Da bin ich nicht drauf gelandet. Nein. Verpiss dich bitte. Lass meine Münzen. Was? Meine Münzen. Mikro-Mini-Spiel. Gruppendynamik. Hoch, runter, rechts, links, Flucht. Okay. Ich wie soll das alles enden? Ich kann's dir sagen, I'm the last man standing. Ich hab einen Jumbo gerettet. Der musste los. Der musste dezent los, Junge. Er wird doch irgendwas gespammt. Lauf. Oh Mann. Sei froh, ich hab deinen Jumbo gerettet. Irgendwie. Oh, und eine Schnarch. Zeit für ein Minispiel. Kalorienbombe. Ah. Ja, es ist kein Glücksspiel, aber zum Ende wird es dann eins. Es sind, du kannst nicht alle fünf im Auge behalten. Das funktioniert einfach nicht.
Es ist gut, wenn du zwei weißt, die eins haben. Okay, ich habe zwei Monkeys, die eine Torte haben. Okay, perfekt, wenn ich nicht meine. Nein, er nimmt meine. Fuck. Wenn der jetzt meine zweite nimmt, bin ich weg. Gott sei Dank. Dann weiß ich nämlich noch den da hinten. Und jetzt ist es ein reines Ratespiel. Zumindest für mich. Im Ernst. Komm einfach, ja, es ist. Woher soll ich es denn wissen? Die beiden vorderen ganz gewesen, okay. Ich wollte schon sagen, ich will dir keine 6 würfeln hier. Da ist noch ein Bo! Nein! Einfach nur nein! Okay, er nimmt mir nur die Minispiele. Nein, das wäre ja auch. Na egal. Das ist ja jetzt das kleinere Übel. Kurivilli-Kanon. Das hatte ich schon mal, oder? Das ist doch das, wo man ja. Bitte lass mich nicht! Bitte lass mich den Weg schießen! Ich weiß, wie man den Weg perfekt schießt. Nein, ich bin wieder da, der den Weg gehen muss. Wieso? Don't schieß so kacke. Und ich rutsch auch jedes Mal ab von den Drecksteilen. Und er schießt dann auch irgendwo in die Augen. Weiter! Weiter! Weiter nach vorne! Ja! Langsam habe ich es raus! Ich riskiere. Yes! YOLO Jump for the win! Yes! Und jetzt eine 1. Perfekt. Und das Chaos-Kabinett freigeschalten. So. Minispiele, hart geworden, seltene Minispiele erhalten, 10 Minispiele gespielt. Oh, das bringt schon gute Münzen, würde ich sagen. Ich würde mal kurz noch kürzen, ob ich dann schon in der Sternebank was kaufen kann. Jo! 40 Sterne! Wenn sich die Sternebank im Mario Party 1 so schnell aufgefüllt hätte. Ja.
Achso, ja, eigentlich wollte ich die Blume verlassen, ja. Denn mit dem Solo-Modus sind wir durch. Ich guck mal in die Sternebank. Wie viel der Charakter und die anderen Sachen kosten. Bin mir jetzt nämlich nicht mehr sicher. Ah, Toadette kostet 30 Münzen. Brutale Stärke kostet auch 30. Härtere kostet 30. Eine Map kostet 100. Pilz plus 50. Zwei Spieler Sternstab, Adminspiel, Ausdauerallee. Orakel des Grauens in der Lava-Landschaft. Toadette kaufen wir jetzt mal nicht. Nehmen wir die brutale Stärke. Ich weiß ja nicht, was schlimmer ist. Brutal oder härter? Ich glaube, brutal ist die schwierigste Stufe. Und auf brutal spielen wir dann die ganzen. Oder härtere. Ich nehme mal beide mit, aber. Ich glaube, brutal ist schwieriger, was ich weiß. Und weil wir noch einen Zehner haben, geben wir das für das Wunderbuch aus. Ich kaufe irgendwann sowieso hier alles, also. Jetzt kann man nämlich die ganzen Wunderbuchseiten kaufen. Soundcheck. Die ganzen Geheimnisse. Und die Credits für 100. Aber ja, das war's jetzt mal. Ich habe keine Sterne mehr für die Sternebank. Heißt, wir gehen dann in den Party-Modus. Und wir sagen, lass es für diese Party gut sein. Sehen uns dann hier im nächsten Part wieder. Ne, den braucht ihr mal nicht erklären. Müssen wir mal gucken, was jetzt stärker ist, brutal oder härter. Genau, die Wirrwarrburg müssen wir jetzt freischalten. Das heißt, wir werden hier 2, 3, 4, 5, 6 Partys noch vor uns haben. Weil sonst wäre das Projekt wirklich viel zu kurz, wenn wir nur den Solo-Modus zocken. Der wäre jetzt schon vorbei. So, Battle Royale und Team Deathmatch. Ich weiß noch nicht, was wir da genau machen. Aber auf jeden Fall die 50 Runden natürlich mit allem drum und dran. Ja, nur mal um zu gucken. Hart, brutal, soft. Wo ist dann? Ist härter vielleicht für den Solo-Modus? Das will ich jetzt noch gucken. Ob härter für den Solo-Modus ist. Ob das eine Schwierigkeitsstufe für den Solo-Modus ist. Was ich mir hier gekauft habe. Ja, härter ist die Methode für den Solo-Modus. Das heißt, vielleicht gucken wir uns die drei Solo-Maps nochmal auf härter an. Aber wie gesagt, wenn, dann nach dem Party-Modus. Weil im nächsten Part fangen wir jetzt mal die Party an auf brutal. Und ich schätze, wir haben dann jetzt so genug Sterne, um alles kaufen zu können, wie wir jede Party 50 Runden machen. Aber ja, dann würde ich sagen, geht's hier im nächsten Part weiter. Also, bis dann und auf Wiedersehen.